Hallo liebe Sportfreunde, hier aus der Kästnerhalle Schwerin zum Spiel der D-Jugend SV Post Schwerin gegen den ESV Hagenow. Bei mir ist Steffen und der wird uns heute mit mir zusammen so ein bisschen durchs Spiel begleiten. Gut, dass du mich gefragt hast, aber ich bin dabei. So, lieber Sven, das war der Anwurf in der D-Jugendpartie zwischen SV Post Telekom Schwerin und dem ESV Hagenow. Leicht nervöser Beginn beider Mannschaften mit einigen Fehlern zu Beginn. Auch in der Altersklasse ist es ja noch vorgegeben, eine offensive Deckungsweise zu nehmen. Hier ist es die Manndeckung. Und hier der erste Torerfolg durch die Nummer 5 von Post Schwerin. Sven, dein kurzes Fazit zu der ersten Spielminute? Noch recht verhalten. Abwurf vom Tor. Hier auch noch leicht nervöser Beginn gesehen. Langer Ball nicht zu erreichen für den Hagenower Spieler. Gleiche Sache auf der anderen Seite. Ja, Sven, unser zweites Spiel, was wir hier kommentieren, gemeinsam. Wie hast du das erste Mal verkraftet? Oh, ich denke doch mal ganz gut, aber wir hatten, glaube ich, schon zwei Spiele in Wismar gehabt. Stimmt, das eine war bloß nie zu sehen. Wir müssen mal Hector fragen, wo das geblieben ist. Auf der Hagenower Seite sehen wir eine 3-3-Deckung im Gegensatz zu der Schweriner Mannschaft, die ja mit der Manndeckung arbeitet. Man sieht hier deutlich den Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Der Angriff von Hagenow wird relativ langsam nach vorne getragen, ohne großes Tempo. Dadurch lässt sich das eben halt leichter verteidigen. Abpraller und zweimal gehalten vom Schweriner Torwart. Und wenn man jetzt eben halt die Schweriner Mannschaft jetzt vergleicht im Gegenangriff, da wird dann eben halt schnell die Pässe gespielt, ohne großes Tippen. Und jetzt ist wichtig, dass die Spieler ohne Ball sich auch bewegen. Und es gibt Freiwurf.
Und Simete für den SV Post Telekom Schwerin. Abwehr durch den Kreis. Und der, ich habe beinahe gesagt, der gefaulte wirft selber, aber es wird nochmal ein Wechsel vorgenommen. Und das 2:0 nach 4 Minuten und 30 Sekunden. Sven, du bist so ruhig, erzähl mir was. Ja, was möchtest du denn von mir hören gerne? Zum Beispiel, dass die Nummer 13 von Hagenow das 2:1 erzielt hat. Quasi den Anschluss. Das hättest du mir erzählen können, Sven. Aber du kannst mir auch erzählen, wie du so die letzten Wochen im Handball wahrgenommen hast. Oh, waren sicherlich recht spannend mit der ersten Mannschaft von Grün-Weiß, mit den Spielen gegen Frankfurter HC oder Borussia Dortmund. Auf jeden Fall war es recht aufregend, was dort so in den letzten Wochen passiert ist. Du selber hast ja mal dich dazu geäußert, beziehungsweise dazu gestanden, dass du nicht so der große Handballfachmann bist. Hat sich dieses durch die zunehmende Zahl an Spielen, die du jetzt mit begleitest, verändert? Ein wenig. Noch nicht, sicherlich habe ich noch nicht die Ahnung, die du wahrscheinlich hast, aber es steigert sich langsam. Ich bleibe dabei, wir Trainer haben auch nie die größte Ahnung mit dem, was wir da machen. Wir versuchen einiges und haben manchmal Glück und manchmal Pech. Aufsetzer! Also hofft ihr? Mehr als alles andere. Da hat der Spieler mit der Nummer 3 vom Post Schwerin den freien Mann gesucht. Es blieb ihm aber nur der freie Raum ohne Mann, deswegen der Ball ins Aus. Wieder Angriff von Hagenow mit dem Ball nach hinten spielen, Einzelaktion und mit wenig Bewegung der anderen. Und erneut gehalten durch den Schweriner Torhüter. Wir haben ja jetzt hier rund 50 Minuten Zeit, uns über den Handball unterhalten zu können. Gibt es denn von deiner Seite aus Fragen, die du gerne über den Handballsport beantwortet haben möchtest? Erstmal so aus dem Stegreif nicht. Ich denke mal, die Regelkunde müsste man erstmal mir beibringen, bevor ich weiß, was man darf oder was man nicht darf. Und dann sicherlich würde ich dann schon eine ganze Menge mehr durchsehen. Also auch da bleibe ich dabei. Wir Trainer haben ja auch nicht unbedingt die größte Ahnung von den Regeln. Zumindest sehen das einige Schiedsrichter so. Oder wir haben mehr Ahnung als die Schiedsrichter. Das weiß man ja alles nicht so richtig. Klar, Regelkunde ist wichtig und es fängt auch, glaube ich, hier in dem Altersbereich oder auch noch früher an, dass die Jungs und Mädchen eben halt die Regeln vernünftig erklärt bekommen, damit sie eben halt auf das Spiel eingehen können. Ganz wichtig eben halt auch, dass man immer mal wieder zum Schiedsrichter guckt, welches Zeichen gibt der, damit man die Spielsituation vernünftig erkennen kann. Ich glaube, das ist das A und O der ganzen Sache für den Handballsport, dass man spielen, dass den Sport erlernt und dem halt auch so nutzen kann. Aber ich glaube, im Gegensatz zum Fußballsport haben wir eine große Erleichterung für die Frauen auch, es gibt kein Abseits. Könntest du die Abseitsregel erklären, Sven? Für Fußball interessiere ich mich noch weniger als für Handball. Also bist du eine heimliche Frau. Ich wusste es doch immer. Jetzt wird mal schnell gespielt auf Hagenower Seite. Der Ball direkt vom Torhüter in den Angriff nach vorne. Und nach 8 Minuten 35 der 2:2 Ausgleich. Zu 2, Tor durch Nummer 13 vom Post Schwerin. Hier sieht man ja nochmal deutlich den Unterschied der Deckungssysteme.
Post ist sehr offensiv draußen mit der Manndeckung, versucht die Leute weit vom eigenen 6-Meter-Raum fernzuhalten. Wenn wir dann gleich nochmal den Angriff der Schweriner Mannschaft sehen, sieht man, dass drei Leute innerhalb der zwischen 6 Meter und 9 Meter stehen und drei Leute außerhalb, also die sogenannte Zwei-Linien-Abwehr. Beides ist in dieser Altersklasse zulässig. Wichtig ist, dass man keine 6-0 spielt, so wie es im Erwachsenenbereich bei vielen Mannschaften gezeigt wird. Trainer von Schwerin fordert eine klare Zuordnung in der Abwehr. Hier ist es, wenn man Manndeckung spielt, umso wichtiger, dass man die Leute ganz klar ansagt, wer ist wo, eine klare Zuordnung hat, damit eben halt dieses Überzahlverhältnis, so wie wir es eben auch gesehen haben, nicht entstehen kann. Und eine Auszeit von Post Schwerin. Trainer ist, denke ich mal, nicht einverstanden mit dem Deckungsverhalten. Wird darauf jetzt, glaube ich, nochmal deutlich eingehen. 60 Sekunden.